Kann eine Autobahn zur Familie gehören? Klar, man hat sich schon tausendmal über sie schwarz geärgert, kann sie aber trotzdem nicht verlassen. Auf gar keinen Fall will man sie mit einer anderen tauschen. Und wie bei den eigenen Kindern, die A3 ist viel zu schnell groß geworden und hat 180.000 Freunde, die sie jeden Tag besuchen. Sie ist sprunghaft, manchmal störrisch und hat täglich neue Geschichten zu erzählen. Sie ist die Diva mit 12 Spuren. Autobahnen kennen keinen Ladenschluss. Hier ist 24 Stunden Dauerbetrieb. Und das heißt für die A3, irgendwas ist immer. Denn irgendwer ist immer unterwegs auf NRWs wichtigster Nord-Süd-Achse. Auf dem Weg nach Hause, zum Kunden, zur nächsten Verladestation. Oder in den Urlaub nach Holland. Das ist das schönste Ziel der A3, die freie Fahrt zum Meer. Denn die Autobahn führt geradewegs vom Siebengebirge Richtung Niederlande, über Köln, das Ruhrgebiet und den Niederrhein. Doch Holland ist nicht immer einfach zu erreichen. Auf der A3 staut es sich regelmäßig. Wer das vermeiden will, macht einfach frei im Süden von NRW. Urlaub an der Autobahn. Denn auch das gibt's an der A3. Ein halbes Dutzend Campingplätze zwischen Bad Honnef und Lohmar. Für die Rheinländer ist es nur ein Katzensprung. Raus aus der Stadt, rein ins Zelt. Naherholung im besten Sinne. Und verkehrstechnisch bestens angebunden. Hier gibt es noble Plätze und einfache. Für jeden Anspruch und für jeden Geldbeutel. Geld spielt natürlich auch eine Rolle, ist ja klar. Also ich weiß, dass die da drüben, also rechts neben der A3, ist ja, wie gesagt, der riesige Campingplatz, ich glaube, die bezahlen 1200 Euro im Jahr plus Strom, plus was weiß ich noch alles. Und das war ich nicht bereit zu bezahlen. Die haben damals, wenn wir hingekommen sind, mit 260 Euro angefangen für einen Einzelplatz. Gut, die haben nicht viel, was sie machen können hier. Das ist einfach nur jetzt gemütlich sitzen und Ruhe, einfach Ruhe tanken. Mehr ist das nicht. Ruhe tanken an der A3, das ist keine neue Erfindung. Die ersten Plätze entstanden schon vor 60 Jahren entlang der Agger und der Autobahn. Schon damals suchten die Großstädter den Urlaub direkt vor ihrer Haustür. Über die Jahrzehnte haben sich die Campingplätze an der A3 entwickelt. Und auch die Autobahn hat sich entwickelt, ist breiter geworden. Aber die Freizeitgäste sind geblieben. Seinen Fußballclub wechselt man ja auch nicht einfach so. Karl-Heinz Karl Scheuer betreibt einen der einfacheren Plätze an der Autobahn. Trotzdem hat er keine Sorgen, dass ihm in Zukunft die Gäste ausbleiben. Man hat sich aneinander gewöhnt. Seine Camper und der besondere Nachbar, A3. Ich habe die Leute, die schon über 40 Jahre hier liegen. Ne? Und die stört da im Grunde genommen nicht mehr. Das ist genau wie Leute, die am Flughafen wohnen. Das stört die nachher auch nicht mehr so. Camping an der Autobahn macht gelassen und bescheiden. So ist Erholung eben immer auch eine Frage der Perspektive. An der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz hat die A3 selbst einen interessanten Konkurrenten.
Und der gibt dem vorbeipreschenden Autofahrer Gelegenheit zu einem kleinen Wettrennen. Hier verläuft die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt. Über die Hallerbachtalbrücke, knapp 25 Meter über dem Autoverkehr der A3. Naturgemäß gewinnt der Zug. Denn Geschwindigkeiten von 300 Stundenkilometern und mehr sind selbst auf den bestausgebauten Teilstücken der Autobahn nicht zu erzielen. Und schon gar nicht erlaubt. Jeden Tag auf der A3. Auf kaum einer zweiten Autobahn fahren so viele Pendler zwischen Siegburg und dem Ruhrgebiet. Einige ihr ganzes Berufsleben lang. Die A3 und ich, also wir haben was Persönliches. Das ist so eine Hassliebe, weil auf der einen Seite bin ich natürlich total glücklich, dass es diese Autobahn gibt, dass ich theoretisch in einer halben Stunde bei der Arbeit bin in Düsseldorf oder ein bisschen länger in die alte Heimat nach Essen. Praktisch ist aber immer voll Baustelle, Unfall, Stau. Und jetzt ist Stau. Für manche Menschen aber ist die A3 beides. Arbeitsplatz und Zuhause. Zum Beispiel für Sabrina Kiebak vom Landesbetrieb Straßen NRW. Ich habe eigentlich immer in der Nähe von der A3 gewohnt. Deswegen ist die A3 eigentlich so ein Stück Heimat. Naja, so was aus der Kindheit übrig geblieben ist, das war eigentlich das typische Freitagsnachmittagsgeräusch. Dass, wenn dann der Feierabendverkehr war, relativ viel Blaulicht zu hören war und Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen unterwegs waren. Das war so, okay, die Einleitung fürs Wochenende. Auf dem Dorf läuten die Kirchenglocken und an der A3 sind halt die Sirenen zu hören. Im Süden von Nordrhein-Westfalen ist sie eine Idylle. Aber mit unsichtbaren Mängeln. Fast alle Brücken müssen repariert werden. Und das sind viele. Die A3 zwischen der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz bis nach Köln zeichnet sich dadurch aus, dass wir relativ viele Brücken haben. Aber wir haben auf dem Abschnitt, der ca. 40 Kilometer lang ist, 45 Brückenbauwerke. Nur von den meisten Bauwerken kriegt der Autofahrer eigentlich gar nichts mit, weil es kleine Bachdurchlässe sind, die im Streckenverlauf eigentlich gar nicht auffallen. Also zum Beispiel erzählte mir heute Morgen noch ein Kollege, dass wir tatsächlich auch im südlichen Abschnitt, also Richtung Bad Honnef, eine Talbrücke haben, wo es ungefähr 50 Meter über Bodenniveau ist. Aber er sagte, die merkt man halt gar nicht, weil der Bewuchs da so dicht ist. Und ich sage, ach, wir haben da eine Talbrücke, das wusste ich auch noch nicht. Also die Logetalbrücke, von oben kaum zu erkennen, von unten riesig. Brückenbaustellen sind die Folge eines ständigen Ausbaus unserer Autobahnen. Das Nebeneinander von alten und neu gebauten Brückenteilen ist dabei nicht ohne. Vor allem wegen der vielen Schwerlast-Lkw, die auf der A3 unterwegs sind. Dabei zeigt sich das Alte, kurioserweise, anders als gedacht. Hier bei der Siegbrücke hat man das neue Bauwerk neben das alte gesetzt. Und wir haben hier den Fall, dass das alte Bauwerk, das 1936 gebaut worden ist, von der Konstruktion her so ist, dass es gerade gut ist für die Schwerlastroute. Und das neue Bauwerk aus Anfang der 70er Jahre ist in der Zwischenzeit verstärkt worden, damit es halt die Lasten aufnehmen kann. Das würde sonst für den Schwerlastverkehr auf Dauer nicht so gut sein. Autobahnironie. Die neuen Brücken gehen kaputt, während viele der alten halten. Und dabei meistens auch noch besser aussehen. Auf gut 180 Kilometern verbindet die Autobahn 3 in Nordrhein-Westfalen Land und Stadt. Führt durch schöne Landschaften und dicht bebaute Ballungsräume. Und manchmal taucht entlang der Strecke etwas auf, das einen ganz schön ablenken kann. Für mich persönlich ist die gefährlichste Stelle Königsforst, weil da gibt es diese Baumschule auf
hunderten von Metern stehen da die schönsten Bäume der Welt, so Schirmplatanen und lauter tolles Zeug. So wird die unmittelbare Nähe zur Autobahn für die Baumschule Königsforst zu einer gigantischen Werbefläche. Den Bäumen, Stauden, Hecken und Gehölzen macht der dauernde Verkehr nichts aus. Im Gegenteil, sie gedeihen prächtig im Familienunternehmen, bei dem sich schon in dritter Generation alles um die Gartenkultur dreht. Am liebsten will ich da halt immer hingucken, weil ich so ein Baumfan bin. Aber ich gucke natürlich geradeaus, meistens. Die A3 auf dem Kölner Ring ist das meistbefahrene Stück Autobahn in Deutschland. 180.000 Autos und Lastwagen pro Tag auf der Strecke zwischen Köln und dem Leverkusener Kreuz. Sechsspurig, achtspurig, zehnspurig, zwölfspurig. Wer hier lang will, sollte voll konzentriert sein. Denn auch wenn mehr Spuren eigentlich weniger Stau bedeuten, die Anforderungen an jeden einzelnen Fahrer steigen. Das gilt vor allem, weil immer mehr Laster unterwegs sind. Und Lkw, die ein Stauende übersehen, sind ein enormes Sicherheitsrisiko. Ende 2017 kam es innerhalb weniger Tage zu mehreren Massenkarambolagen auf der A3 mit Toten und Verletzten. Doch was die Retter am meisten schockierte, waren die Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer. Vor allem auf der Gegenfahrbahn. Also wenn ich merke, da ist irgendwas auf der Gegenspur und schon sehe, wie die vor mir alle bremsen, weil sie es sehen wollen, dann kriege ich wirklich, wirklich eine Krise. Ich verstehe das nicht. Und im Übrigen hilft es ja auch wirklich niemandem, wenn man dann da irgendwie langsam vorbeirollt und glotzt und am besten noch Fotos oder Filme macht. Ich kriege da echt Pickel. Einer der schlimmsten Unfälle der vergangenen Jahre bei Ratingen. Es mussten sogar Schutzwände aufgestellt werden, um die Opfer vor den Blicken und Handys der Gaffer zu schützen. Die Polizei filmte. In der Folge hagelte es Anzeigen. Allein 92 Gaffer wurden identifiziert. Der Auftakt für die konsequente Verfolgung von Schaulustigen. So, dann mach's dir mal gemütlich. Fahrlehrerin Bettina Karg hat ihren eigenen Blick auf die Straße. Sie kennt die Gefahren und kann sie vermitteln. Wir wollten heute das erste Mal auf die Autobahn fahren. Mhm. Und es geht heute hauptsächlich eben um dieses Rein- und das Rausfahren mit dem Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen. Das erste Mal Autobahn für Annika Krüger und gleich auf dem Kölner Ring. Mehr Herausforderung für Fahranfänger geht nicht. Denk dran, er darf jetzt echt mal laut werden gleich, ne? Mhm. So, ganz rechts an der Linie bleiben. Und jetzt Gas geben. Mehr rechts bleiben, Gas geben, Gas geben, mehr, noch mehr. Jetzt überholt dich gleich ein silberner Ford, Gas geben und der gibt dein Tempo vor. So, mhm. Genauso schnell wie der, egal wie laut das Auto wird. Guck in Ruhe in die Spiegel, blinken, nicht schneller als der Ford. Mhm. Mhm. Aufpassen, merkst du? Mhm. Genau das gleiche Tempo, sehr gut. So, Schulterblick und langsam rüber, bleiben wir in Freiheit. Ne? Weiter das Gastempo halten, so wie es ist. Ne? Du machst ein super Tempo, super. Einmal durchatmen und fünfter Gang. Der Kölner Autobahnring war schon immer viel stärker befahren, als er es verkraften konnte. Vor allem das rechtsrheinische Stück A3. Meine Damen und Herren, für Sie noch einmal zur Orientierung. Wir befinden uns zurzeit hier an diesem Knotenpunkt im Kölner Raum. Das 17 Kilometer Teilstück wird sechsspurig ausgebaut. Kostenpunkt 200 Millionen Mark. Seit den 60er Jahren wurde die verkehrsfühlige Diva breiter und breiter. Versuchten Verkehrsplaner, die Strecke durch immer mehr Fahrspuren zu entlasten und schufen so eine Dauerbaustelle. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, also bis 1988 müssen Sie auf der A3 mit Behinderungen rechnen. Deshalb der Tipp, weichen Sie auf Nebenstrecken aus und damit guten Abend und auf Wiedersehen.
muss so im Verkehr mitschwimmen, dann klappt das alles, ne? So, gib mal ein bisschen Gas neben diesen LKW, der möchte gerne rüber. Ne? Bisschen mehr Gas, damit du dem LKW Platz machst. Ne? Guck mal in den Spiegel, siehst du den? So, genau, guck mal, jetzt hat der Platz. Ne? So, und jetzt kannst du wieder ein bisschen Gas wegnehmen, dass wir vorne nicht zu dicht auffahren. Ne? Super. Kannst ja doch alleine. Doch das Mehr an Platz kann auch ein Fluch sein. Viele Spuren verleiten zu häufigen Spurwechseln. Denn manche Autofahrer versprechen sich davon kostbare Sekunden. Und bei solchen unvermittelten Wechseln bekommt Cornelia Hoffmann regelmäßig so eine Krawatte. Sag mal, hier wieder so einen, der im letzten Moment dann rüber will auf die rechte Spur zum Abbiegen. Hätte sich auch vorher schon einsortieren können. Unglaublich, was man manchmal sieht. Also es gibt wirklich Tage, dann könnte ich hier ins Lenkrad beißen. Könnte auch im nächsten Stau, wenn ich denjenigen vor mir habe, aussteigen und zu ihm hin und entweder den fragen, ob er noch normal ist oder auch wirklich, manchmal könnte ich denen was geben. So schlimm ist es manchmal wirklich. Ihr Weg über die A3 ist zugleich auch Teil ihrer Arbeit, wenn man so will. Denn Cornelia Hoffmann versucht beruflich, Ordnung zu schaffen im alltäglichen Chaos auf der Autobahn. In der Verkehrsleitzentrale von Straßen NRW in Leverkusen. Wir wissen grob, wohin der Verkehr will und können dem Verkehr dann auch andere Ziele vorschlagen. Wir gucken erstmal, wie viel Verkehr haben wir eigentlich jetzt auf der Strecke. Wie viele Autos sind da eigentlich am Tag oder in der Spitze morgens? Und dann gucken wir, wie viel Verkehr kriegen wir durch die Baustelle geschoben. Passt das oder ist Verkehr, der dort nicht durchpasst und der muss dann verteilt werden auf andere Strecken? Und das kann mal klappen und mal nicht. Denn die A3 ist wie ein lebender Organismus. Die A3 ist sicherlich die Hauptschlagader hier in Nordrhein-Westfalen. Wenn es dort zu Problemen kommt, wir haben einfach extrem viel Verkehr. Und wenn der auf eine andere, kleinere Autobahn ausweichen muss, und fast alle anderen Autobahnen sind kleiner als die A3, dann bricht dort der Verkehr sehr schnell zusammen. Der totale Zusammenbruch, eine Vollsperrung, ist ein Horror für jeden Verkehrslenker. Doch genau das geschah am 13. Mai 2018. An einem Sonntagabend kam der Verkehr zwischen Leverkusen und Langenfeld zum Erliegen. Der Grund dafür? Hatte 4 Beine und 2 Hörner. Und das gleich mehrfach. Plötzlich sind dann 5 Büffel hier auf der Fahrbahn gelaufen, also hier dazwischen. Haben uns schon gewundert, was jetzt los ist. Vor allen Dingen ziemlich lange Hörner, also sieht man ja nicht allzu oft. Und dann haben sie die Tiere versucht zurückzutreiben, haben die Fahrbahn hier gesperrt mit dem vorderen LKW und haben von anderer Seite dicht gemacht. Unterstützung erhielt die Polizei von der Tierärztin des Kölner Zoos. Sie musste die 5 ausgebüxten Wasserbüffel betäuben, weil sie sich anders nicht einfangen ließen. Erst dann war es den Rettungskräften möglich, die Tiere abzutransportieren. Zurück zu ihrer Weide, in den Wupperauen. Fatal bei der ganzen Aktion? Ausgerechnet zum Wochenbeginn hatten die Büffel durch ihre Flucht den Verkehr gestoppt. Doch sowas kann halt passieren, wenn eine Autobahn wie die A3 sich durch so viele Verkehrsknoten windet. Selbst die Freizeitgestaltung findet bisweilen direkt an der Autobahn statt. In Leverkusen zum Beispiel am Birkenberg, beim anderen Fußballclub der Stadt, dem FC. Wenn ich über die A3 fahre und ich hier das Flutlicht sehe, ist das für mich nach Hause kommen. Das ist unser Birkenberg. Wir kommen gerne hierhin, wir lieben es hier. Wir wurden auch gefragt, ob wir woanders hingehen möchten. Nein, möchten wir nicht. Das ist unsere Anlage. Ich finde, die schönste in Leverkusen eigentlich. Und direkt neben der A3. Da kriegt der Fußball noch einen anderen Kick. No risk, no fun. Dieser Spruch hat nämlich für die Spieler des FC Leverkusen eine ganz besondere Bedeutung. Schließlich ist nicht jeder Schuss ein Treffer.
kann schon mal vorkommen, dass der Ball auf die Autobahn fliegt, leider. Ja. Je nachdem, wie man den Ball trifft, dann fliegt er drüber. Der Zaun ist auch nicht so hoch. Und dann ist halt auch immer der Gedanke dabei, was kann da passieren? Massenkarambolage, sage ich mal sozusagen. Oder wie ist es danach auch mit den versicherungstechnischen Gründen? Was kann alles auf uns zukommen oder auf den Verein sozusagen? Bislang haben die Leverkusener jedenfalls immer Glück gehabt. Zwischen Köln und dem Kreuz Hilden liegt einer der bekanntesten Rastplätze der A3, die Ohligser Heide. Wer vorbeifährt, sieht vor allem parkende Brummis. Doch dahinter ist wirklich Heide. Und zwar direkt hinter dem Rasthof. Ein Naturschutzgebiet mit einer besonderen Geschichte. Und wohl niemand kennt sie besser als Jan Bomas von der biologischen Station in Solingen. Seit 20 Jahren ist die Heide das Steckenpferd des Biologen. Der kleine Fichtenwald direkt an der Autobahn ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Denn bevor die Naturschützer die uralte Heide wieder kultivierten und dafür die Bäume rodeten, wuchsen hier überall Fichten. Für die Holzproduktion. Dass die Heide heute wieder so ähnlich aussieht wie vor 200 Jahren, ist das Ergebnis eines Miteinanders von Jan Bomas, Naturschützern, von Lokalpolitikern und den Solingern, die sich dachten, wenn etwas Heide heißt, dann sollte es auch wie eine Heide aussehen. Die typischen Pflanzen sind inzwischen zurück, vor allem das bronzefarbene Pfeifengras. Die Heide gewinnt im Wortsinn jährlich neuen Boden. Ein Glück für alle, die hierher kommen. Es ist ja immer so, dass man so eine Vision hat, wie könnte es mal aussehen. Und wenn man dann schaut, dass es wirklich so geworden ist, wie man es sich erhofft hat, dann ist das natürlich ein ganz tolles Gefühl. Ein intaktes Stück Natur, erst vom Menschen zerstört, dann vom Menschen wiederhergestellt. Für Jan Bomas, den Deutschen mit holländischen Wurzeln, verkörpert aber nicht nur die Ohligser Heide ein Stück seines Lebens. Die A3 füllt auch seine Kindheitserinnerungen. Wir sind immer über die A3 nach Eindhoven gefahren. Und für mich prägend eigentlich in der Erinnerung ist, meine Eltern wechselten auf der Autobahn im Auto irgendwann vom Deutschen ins Holländische. Und ich fand das als Kind immer schrecklich und habe gesagt, ihr sollt jetzt nicht so komisch sprechen. Also das ist so eine Erinnerung, die sich bei mir mit der A3 verbindet, wenn man nach Holland fährt, dass meine Eltern plötzlich die Sprache wechselten. Weiter auf ihrem Weg nach Norden, Richtung holländische Grenze. Vorbei an Düsseldorf und dem Düsseldorfer Flughafen. Für ein paar Bewohner des Duisburger Zoos ist diese Tatsache geradezu überlebenswichtig. Denn dieser Wagen kommt direkt vom Flughafen und bringt besondere Fracht. Neue Eukalyptusblätter für die australischen Baumbeutler, die Koalas. Hallo, du wartest schon, ne? Dann komm mal mit. Iribana, komm mal gucken hier. Die Pfleger kennen den Feinschmecker-Appetit ihrer Schützlinge. Deshalb gibt es jeden Tag mindestens 5 verschiedene Eukalyptusarten für die Publikumslieblinge. Der Zoo blickt inzwischen auf eine mehr als 80-jährige Geschichte und wurde Ende der 50er Jahre beinahe Opfer seines eigenen Erfolgs. Denn damals gab es immer mehr Tiere und mehr Besucher, aber nicht mehr Platz. Denn direkt an den Zoo grenzte die A3 und die sollte auch noch ausgebaut werden. Erst auf 6, später auf 8 Spuren. Was also tun? Die Duisburger beschlossen, wenn wir die Fahrbahnen schon nicht verlegen können, verlegen wir einfach einen Teil des Zoos.
Der Zoo war schon immer an der Autobahn gelegen, nur es gab dann eben die Möglichkeit, den Zoo zu erweitern auf ein Gelände, was jenseits der Autobahn lag, und da musste eben eine Brücke gebaut werden. 1958 baute man diese Zoobrücke, die erste in Deutschland. Sie verband die beiden Hälften des Duisburger Zoos, links und rechts der Autobahn. Doch auch diese neue Brücke war bald schon wieder ein alter Hut. Der Grund dafür? Zu viele Besucher. Die alte musste versetzt werden, weil wir so hohe Besucherzahlen hatten, dass die Brücke phasenweise gesperrt werden musste, weil sonst eine Überlastung der Brücke eingetreten wäre, sodass Feuerwehr und Polizei die Brücke phasenweise sperren mussten an gut besuchten Wochenenden. Beim zweiten Brückenbau 1997 machte man dann alles richtig. Viel breiter, mit Ruhezonen und dichtem Bewuchs. Heute merkt man kaum noch, dass man über eine Autobahn läuft. Unmittelbar nach dem Zoo taucht vor dem rasenden Reisenden eine besondere Landmarke auf. Der sogenannte Spaghetti-Knoten. Eigentlich das Kreuz Kaiserberg in Duisburg. Es entstand Ende der 60er Jahre als modernstes Autobahnkreuz seiner Zeit. Die neue Zusammenführung zwischen der Autobahn und dem Ruhrschnellweg, der hier auch Bundesstraße 60 heißt, gilt in Fachkreisen als eine der interessantesten Straßenbaustellen auf dem Kontinent. Auch die Form dieses Autobahnkreuzes, das wegen seiner eigenwilligen Konstruktion auch Spaghetti-Knoten genannt wird, ist für deutsche und europäische Verhältnisse bisher einmalig. Durch 17 Brücken mit einer Gesamtlänge von fast 2 Kilometern sollte am Kaiserberg der Verkehr zügiger und vor allem staufreier fließen. Die Gesamtbaukosten betragen über 70 Millionen Mark. Und Ende 1969 rechnet man mit der Fertigstellung des modernsten Straßenknotens Europas. Doch mit dem Spaghetti-Knoten ist es wie so häufig entlang der A3. Kontinuierlich zunehmender Verkehr lässt schnell alt aussehen, was gestern noch hochmodern war. So ist ein umfassender Umbau des Kreuzes für die nächsten Jahre bereits fest vorgesehen. Direkt an der Stadtgrenze zwischen Duisburg und Oberhausen steht dieses Autobahnschild, vorwitzig fast, im Garten der Valeras. Sonst sieht man sie hier nicht, die A3. Und hören? Selten. Der Lärmschutzwall leistet ganze Arbeit. Doch für sensible Musikerohren ist eine Autobahn als Nachbarin noch einmal eine ganz andere Herausforderung. Ich lebe damit. Ich quäl mich jetzt nicht. Aber es wäre schöner, wenn es nicht wäre. Wenn man jetzt schon stundenlang draußen ist und immer dieses Gerausche hat, ist dann schon unangenehm. Ihr Mann kennt es nicht anders. Für mich gehört die Autobahn dazu, diese gewisse Geräuschkulisse im Hintergrund. Das ist so. Wir sind hier im Ruhrgebiet, am Puls der Zeit. Und da gehört eine Autobahn einfach mit dazu. So sehe ich das jedenfalls. Und weil die Valeras so sehr von der verkehrsgünstigen Lage ihres Hauses überzeugt sind, vermieten sie das obere Stockwerk sogar als Ferienwohnung. Explizit mit Wohlfühlgarantie. An Gäste, die diese Exotik schätzen. Wie Stammgast Mario Traber, der schon 7-mal hier war. A3 ist schon der Hammer. Ist ab und an laut, weil einige Lkw-Fahrer meinen, sie müssen hier vorbeifahren und hupen. Aber ansonsten ist es okay, man bekommt relativ wenig mit. Mittlerweile kommt es mir vor, als wenn ich nach Hause komme, sozusagen. Also ich muss sagen, hier ist kein Fremdgefühl. Hier ist alles vertraut. Ja. Wir haben ja eine riesen Schallschutzwand hier draußen an der Autobahn und das hält schon einiges ab. Dann die tolle Verglasung. Das ist auch schön. Ohne den Bau der Schallschutzwand hätte es die Ferienwohnung nie gegeben. Mit den Bildern davon haben die Valeras gleich ein ganzes Fotoalbum gefüllt. Die Autobahn ist da, aber das ist ja nicht das Ende von allem. Ich sehe das positiv, weil ich weiß, wie es früher war ohne die Schallschutzwand. Da war man also direkt, sagen wir mal, mit der Autobahn verbunden. Da war die Geräuschkulisse dementsprechend höher. Von daher kenne ich den Unterschied zwischen früher und heute.
und weiß den heutigen Zustand zu schätzen. Mit der Autobahn verbunden, trotz Lärm. Das galt lange Zeit für jeden, der hier lebte. Doch schon Anfang der 1970er Jahre wurden Maßnahmen dagegen ergriffen. Die Welt um uns herum wird von Tag zu Tag lauter und das Bundesstraßenbaugesetz schreibt zwar vor, dass eine Autobahn nicht näher als 200 Meter an Wohngebieten vorbeigeführt werden darf. Dort, wo schon eine Siedlung steht, muss man sich etwas einfallen lassen. Mit einer Schutzwand versucht man, den Lärm zu dämmen und ein Testversuch mit unserem Mikrofon zeigt deutlich, dass hier eine Möglichkeit zum Lärmschutz gefunden wurde. Wenn man an der Mauer steht, dann hört man nur ein bisschen weniger. Es ist nicht mehr so laut und es sieht auch ordentlich aus. Wir sind von der Mauer begeistert. Begeisterung für eine Mauer. Mehr als ungewöhnlich. Schon bald experimentierte man mit ganz unterschiedlichen Bauweisen und Formen. Denn eins wurde den Menschen klar: Lärm macht krank. Und das wollte keiner. Die Zäune werden aus Bauteilen zusammengesetzt. Man hat verschiedene Materialien verwendet, um nach Ende des Großversuchs Aussagen über die spätere Pflege und die damit verbundenen Kosten zu machen. Ein Großversuch des Bundesverkehrsministeriums, der 8 Millionen Mark kostet, soll erste wissenschaftlich fundierte Messergebnisse aus der Praxis bringen. Auch die Baumeistermühle in Oberhausen bekam Anfang der 2000er Jahre eine solche Wand. Eine von vielen Veränderungen, die der Müller Hermann Baumeister erlebt hat. Schließlich ist seine Mühle viel älter als die Autobahn. Als die Mühle gebaut worden ist, dann sind dann natürlich noch wesentlich weniger Autos gefahren wie jetzt. Und ich weiß von meinem Vater, dass er abends schon mal nicht mehr von der Autobahn runtergefahren ist, einfach oben geparkt hat und dann nach Hause gelaufen ist und am anderen Morgen weitergefahren ist. Ja. Okay, so wenig Verkehr war, da hat sich auch kein Mensch dran gestört. Die Baumeistermühle in Oberhausen-Buschhausen ist inzwischen ein Museum. Lange stand sie leer, war demoliert, drohte völlig zu verfallen. Hermann Baumeister machte sich in den 90er Jahren daran, Turm und Mahlwerk grundlegend instand setzen zu lassen. Kein leichtes Unterfangen und ein teures noch dazu. Doch seit 1995 drehen sich die Flügel wieder. Gute Windlage vorausgesetzt. Die Mühlentechnik im Inneren ist ebenfalls komplett erneuert. Und doch genauso wie damals. Alles in allem ein echter Hingucker. Und das direkt an der A3. Ein Erkennungszeichen für alle Autofahrer. Hier ist die Baumeistermühle, hier ist jetzt Oberhausen. Und danach kommt schon Holland. Das ist unsere Heimat hier und wir leben wirklich gerne hier. Ja, okay, man könnte sich eventuell eine bessere Nachbarin wünschen, aber ist auch nicht die schlechteste. Man redet mit Leuten und fragt, woher kommt ihr her? Ja, wir kommen von der Mühle, die an der Autobahn, der A3. Das ist die Autobahn-Windmühle, ne? Wer die Autobahn-Windmühle Richtung Norden hinter sich lässt, hat noch 70 Kilometer bis zur niederländischen Grenze. Und genau für diesen Zweck war dieses Autobahnteilstück in den 60er Jahren auch gebaut worden. Als sogenannte Hollandlinie und Anbindung zu den Nachbarn. Wie der Name schon besagt, handelt es sich um eine Autobahn, die das Ruhrgebiet mit Holland verbinden soll. Es ist festgelegt worden, dass die Autobahn auf ihrer gesamten Länge von Oberhausen bis Holland am 1. Juli 1965 dem Verkehr übergeben werden soll. Eine ehrgeizige Planung, die am Ende sogar noch unterboten wurde. Schon am 27. April 1965 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. An diesem Tage und an diesem Morgen wurde das letzte Teilstück der sogenannten Hollandlinie zwischen dem Oberhausener Kreuz und der holländischen Nordseeküste feierlich und mit viel schönen Reden für den Verkehr freigegeben.
Und der Weg nach Holland dauerte von Stund an nur noch halb so lang. Im platten Land rund um Emmerich hat die A3 ihre Erscheinung massiv verändert. Hat die dichte Bebauung und die Schallschutzwände hinter sich gelassen. Rechts und links von ihr jetzt Felder und landwirtschaftliche Betriebe. Hier führen die Legehennen vom Pekelshof ein friedliches Hühnerleben. Das ist Landwirt Martin Heister wichtig. Den auffälligen Karawan hat er selbst gebaut, aus einem alten Karnevalswagen, damit es seinen Hennen auch wirklich gut geht. An das Gerausche der Autobahn haben sich die Tiere längst gewöhnt. Mensch wie Tier ist ein Gewohnheitswesen, ne? Aber wenn jetzt ein Reifenplatzer ist oder so auf der Autobahn, puff, dann fliegen die schon erstmal irgendwo hin. Doch auf der Fahrbahn ist noch keins gelandet. Und auch die anderen Tiere sind hier zu Hause, auf der heimischen Scholle. Es gibt ruhigere Tage und es gibt lautere Tage. Die dann hier zu Besuch kommen, die sagen, boah, das ist so laut, hier könnte ich nicht wohnen. Ja gut, aber das ist natürlich auch unsere Heimat, hier bin ich groß geworden, das gehört dazu und die Autobahn gehört letztendlich auch dazu. Ich gehe nicht weg. Hier ist mein Zuhause. Der Pekelshof ist ein Familienbetrieb seit etlichen Generationen. Hier lebten die Heisters schon lange, bevor die Autobahn in den 60er Jahren gebaut wurde. Und sie haben sich mit der A3, die hier an der Grenze zu Holland vierspurig verläuft, angefreundet. Und das, obwohl Martin Heister jahrelang versucht hat, den Bau der neuen Ausfahrt aufzuhalten. Aber er konnte sich nicht durchsetzen. 2017 wurde sie dann fertig, die Abfahrt Emmerich Ost. Doch siehe da, es fügte sich ganz gut für die Heisters. Denn nun konnten Autofahrer den Hof nicht nur beim Vorbeifahren sehen, sondern auch gleich hier abbiegen. Wir haben den Eindruck, dass schon einige Pendler hier abfahren und dann die Eier holen und dann wieder auf die Autobahn drauffahren. Also sind doch einige dabei gekommen. Und es sind auch neue Gefahren dazu gekommen. Er darf also nicht Richtung Autobahn. Das ist einfach strikt verboten. Muss er sich dran halten, an die Regel, ja, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Die Liebe hat Caroline van Emden vor einigen Jahren an die A3 gebracht. Und inzwischen ist auch eine Liebe zum Hof und seiner speziellen Lage gewachsen. Denn die Vorteile überwiegen. Ihre Produkte kriegt die Familie so schnell an die Kundschaft gebracht. Und das Gerausche der Autobahn kann sie nicht mürbe machen. Der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Eine gewisse Geräuschkulisse gehört zum Leben dazu. Deswegen werden wir trotzdem hier weiter wohnen, leben, arbeiten und das Beste daraus machen. Ich bin da immer flexibel. Vom Pekelshof ist es nicht mehr weit bis zur holländischen Grenze. Gerade mal 11 Kilometer auf der A3. 6 Minuten Fahrt. Nach Emmerich kommt dann nur noch eine Abfahrt, Elten. Und dieser Ort hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Der Ort mit heute knapp 5000 Einwohnern liegt direkt an der Grenze. Immer schon war er eine Art politischer Ausgleichsmasse zwischen Deutschen und Niederländern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Elten den Niederlanden zugeschlagen. Und das war gut für den kleinen Ort bei Emmerich.
Den Menschen ging es schnell besser als ihren Freunden auf der anderen Seite der Grenze. Blöd war nur, um diese Freunde zu besuchen, musste man immer durch den Zoll. Damit sollte 1963 Schluss sein. Ein Staatsvertrag regelte die Neuzugehörigkeit von Elten und ein paar anderen Ortschaften. Erst waren wir Deutsche und 1949, da wurden wir dann Holländer und 1963, da wurden wir wieder Deutsche. Heute gehört Elten zu Emmerich. Das holländische Erbe begegnet einem hier noch an fast jeder Ecke. Und viele Menschen, die hier leben, sind immer noch Niederländer. Damals, 1963, kurz vor der Eingliederung nach Deutschland, war es vorbei mit der Idylle im noch holländischen Städtchen. Die Holländer, bekanntermaßen eine Nation findiger Kaufleute, schafften alle Güter nach Elten, die sie ohnehin in die Bundesrepublik exportieren wollten. Aus einem einzigen Grund, um sich so am Stichtag alle Zölle zu sparen. Ja, das hat sich ja schon wochenlang vorher abgespielt. Und es sind Leute hingekommen und haben gefragt, wer hat noch einen Keller frei, wer hat noch eine Scheune frei, wo wir etwas lagern können. Nicht? Und so nach und nach kamen die dann alle hier hingefahren und haben hier geparkt. Als in Elten selbst alle Parkplätze belegt waren, begannen die Lkw-Fahrer sich auch auf die umliegenden Felder zu stellen. Der größte Feldparkplatz entstand schließlich direkt unterhalb der neuen Autobahn A3. Es wurde gelagert. Kaffee, Zigaretten, Butter. Aber es wurden auch Konserven gelagert. Es wurden manche Bauern haben Schweine in die Ställe gepackt. Alles Mögliche. Die Nacht des großen Reibachs brach heran. Sie schmuggelten nicht. Die Grenze schmuggelte. Austausch von Dokumenten. Blick auf die Uhr. Die erste deutsche Amtshandlung. Auf ein neues in Deutschland. Für die Menschen in Elten war es wie Silvester im August. Und für die findigen Geschäftemacher war es wie Weihnachten. Das Besondere war, dass alle gleichzeitig losfuhren. Und es war ein Qualm und ein Rauch. Das war wie Smoke. Und dann sind die hier losgefahren, volle Pulle, auf die Autobahn. Volle Pulle auf die Autobahn, auf die Hollandlinie, auf die A3. 181 Kilometer führt sie durch Nordrhein-Westfalen und ist dabei auch die Autobahn mit den vielen Gesichtern. Auf und an der A3 trifft verkehrsplanerische Funktionalität auf pure Idylle. Sie ist modern und traditionell, ländlich und städtisch. Die Autobahn, die nie breit genug sein kann.